meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir sind weiter in der Aufholjagd bei den Kommentaren. Sind ja zuletzt bei Folge 120 angekommen. Jetzt geht's also weiter mit Folge 121, wo wir das neue, verbesserte Neptuns Dank vergessen, besichtigt haben, nicht vergessen haben, um Gottes Willen. Also, wo wir das neue, verbesserte Neptuns Dank besichtigt haben, beziehungsweise da eingestiegen sind, das sind ja mehrere Teile, die da gefolgt sind. 30 Kommentare für die Folge, 500 Views bis jetzt. Also, die ist auch richtig gut bei euch angekommen. Neptuns Dank, gebaut von Obi-Wan Kenobi. Da müssen die Credits natürlich an ihn gehen für fast alles, was da drin ist. Ich bin da letztendlich nur noch mal ein bisschen durchgegangen, so mit dem Staubwesen, und habe hier und da noch mal einen kleinen Farbklecks hingesetzt. Schauen wir einfach mal in die Kommentare rein. Nice, ja, okay. Anfang sieht er schon richtig cool aus. Neptuns Dank, die ersten Folgen, Folge 83 und 84. Danke hier an einen meiner besten Stammkommentatoren, Obi-Wan Kenobi. Disco Fairy, hab den ganzen Abend auf die Folge gewartet, danke. Danke auch noch. Halle der Lava, Quelle der Lava, irgendwie kriege ich das nie richtig hin. Das werde ich noch eine Weile üben müssen, glaube ich. natürlich ging es da weiter mit der nächsten Folge. Na, insgesamt 5 oder 6 Teile haben wir hier ja für Neptuns Dank verwendet, uns das ausführlich angesehen. Super Flumi, tolle Folge, danke. Neues Update von Downies Texture Pack. Da sehen dann auch die Betten wieder richtig aus. Gut, das ist ja alles schon eine Weile her. Inzwischen ist das wieder aktuell. Hier wieder die klassische Frage nach dem Texture Pack. Und dann findet jemand also den Download-Link nicht. Da fangen dann meistens erst die Probleme an. Das Texture Pack zu finden ist nämlich nur der erste Schritt. Dann gibt es ja noch den Download und die Installation. Eigentlich auch kein großes Problem. Aber es gibt wieder Leute, die auch da Probleme haben. Dann Obi-Wan Kenobi hat sich hier nochmal zu Wort gemeldet. Ja, kleiner Fehler bei beim Stand am Hafen. Treibe mich selbst in den Ruin. Schnapper und nicht so, wie ich es dahin geschrieben habe. Und richtig, Nanny Ock hat in den Scheibenweltroman das ganze Haus voller Schwiegertöchter, die ihr da den Haushalt führen müssen. das hier noch als Erinnerung. Dann hier von Kommentar 14. Wie kann man Truhen in die Wand setzen und auch machen, obwohl Steine drüber sind? Das ging in dem Fall ganz einfach. Es sind gar keine Steine da drüber oder Cobblestones, sondern Treppenstufen. Und das ist einfach ein Bug, dass die trotzdem aufgehen. Obi-Wan Kenobi hat sich hier diesen Trick von Zeitreisender abgeschaut. Mal sehen, wie lange das funktioniert. Der blaue Glowstone aus Downies Texturenpack sieht gut aus, ist aber gewöhnungsbedürftig, stimmt, weil man normalerweise so den gelben gewöhnt ist. Und hier nochmal die Frage nach dem Viewbobbing. Ich habe es inzwischen eingeschaltet und es kam ja bisher keine Klagen. Hier nochmal Kompliment und Credits an Obi-Wan Kenobi für das, was er da gearbeitet hat, mit Neptuns Dank geschaffen hat. Wirklich eine tolle Stadt, eine schöne Ecke. Welt kommt nochmal zum Download, ganz klar. Wasserfallturm, Notausgang, ja, kann man machen. Dann das in Nanny Ox Haus oder sogar im Haus von
Esme Wetterwachs, Oma oder Oma Wetterwachs, mit dem Kamin, Netherrick unten rein, klar, brennt ewig, kennt jeder, hoffentlich. Ja, der Haken ist nur, das Feuer greift dann halt recht gern auf den Rest des Hauses über. Und Obi-Wan ist das also auch passiert. Und ihm hat es dann da ein halbes Haus abgefackelt. Simpsons Reloaded. Gemütlicher Samstagabend, Glas Eistee mit Eiswürfeln drin, Folge Let's Showplay Minecraft. Jawoll. Na, danke dafür. Ja, gibt auch hier einfach mal einen Daumen hoch, einfach mal live gegeben. Ich mache das nämlich durchaus, dass ich also für Kommentare zu meinen Videos auch durchaus einfach mal einen Daumen hoch gebe. Ja, also wenn ihr da einen habt, einen Daumen hoch bei einem Kommentar von euch, der kann durchaus von mir sein. So, Folge 122. Es geht weiter durch Neptuns Dank. Und ja, wieder die Frage nach dem Download kommt. Ihr seht ja, wir steuern so langsam auf die Folge 150 zu. Ich steuere so langsam auf die 1000 Abonnenten zu. Und jetzt zählt mal bitte 1 und 1 zusammen. Na, kriegen wir hin. Zack, zack, zack. Ja, hier, ich... Wie die meisten Let's Player zeichne ich halt immer im Voraus auf. Manchmal nur einen Tag, manchmal sind es 3-4 Tage. Deswegen kommt es da mal wieder zu solchen Sachen, dass vielleicht zwischendurch ein Update raus ist. Dann von Obi-Wan Kenobi die Aufklärung zu einigen Namen, die da noch offen waren. Rick Talanen, Kopfgeldjäger aus Aventurien, das Schwarze Auge. Die Abenteuerspielserie... Pen and Paper haben sie, glaube ich, angefangen. Also ohne Computer, richtig auf dem Schreibtisch mit Stift und Papier spielt man das da. Und ja, dem war also dieses Denkmal auf dem Friedhof gewidmet. Dann McGregor, war einfach der erste schottische Name. Jawohl. Und Winzigkeit, zack, zack, der Bogner, den habe ich umgenannt. The Piper McLeod. Aha. Habe ich das The einfach weggelassen? Muss man vielleicht einfach nochmal gucken. Ja, Download der Map gibt es immer noch bei Folge 50. Das ist da immer noch die aktuelle zum Download verfügbare Version. Die Map selber bei mir ist natürlich wieder weiter. Und kommt natürlich demnächst auch zum Upload. Also da bitte keine Panik. Folge 123. Es geht weiter durch Neptuns Dank. Was haben wir hier? Weißer Lotus-Metin. Alter, egal was du genommen hast, ich will es auch haben. Ja, einfach gesunder Sauerstoff. Ne? Und eine Portion gute Laune. Geile Welt habt ihr gemacht. Danke, dass das Kompliment nicht nur an mich geht, sondern auch an Obi-Wan Kenobi und die anderen Mitbauer, deren Sachen ich da vorgestellt habe. Ja, die Credits geben wir natürlich gerne weiter. Ich glaube, einer der Daumen ist hier sogar von mir. Ja, achso, das unbekannte Gebilde, diese vier Pfosten und mit dem Slowstone da drin, das ist also eine Baustelle. Laut Obi-Wan Kenobi war schon im ersten Teil so geplant und gedacht. Ich habe das nur nicht richtig mitgekriegt, beziehungsweise sogar wieder vergessen. Ja, den Pranger, den ich geändert habe, der gefällt ihm auch sehr gut. Danke dafür. Das, ja, kam einfach so, war eine Sache von 5 Minuten, die Idee dann auch umzusetzen, da den Dispenser raufzupacken und da eben Eier reinzupacken. Das war, glaube ich, nicht so gut die Idee, sondern eben Fisch da reinzupacken, rohen Fisch, den da möglichst drin schimmeln zu lassen. Ein bisschen die Erde ist jetzt auch noch drin. No? So, jawohl, juhu, von Down for Life Minecraft. Klasse, dass der Junge auch noch immer dabei ist und hier immer noch mal wieder vorbeischaut, denn mit seiner Empfehlung fing das Ganze bei mir an im April. Das werde ich also nicht vergessen. Bis dahin bin ich halt eben hier mit 20, 30 Abonnenten rumgekrebst. Dann hat er mich in einem seiner Videos vorgestellt, erwähnt meinen Kanal, gesagt, dass ich Minecraft mache, als er da in seinem MacEdit Tutorial eins meiner Häuser in seine Welt reingebaut hat. Ja, und seitdem geht's halt mit meinem Kanal bergauf. Also, dass ich hier über die 30 Abonnenten hinaus bin, das habe ich im Wesentlichen
ihm zu verdanken. Das war der erste Anstoß und seitdem schaffe ich das, Gott sei Dank, ja auf, ja zum guten Teil aus eigener Kraft, mich hier weiterzuentwickeln als Geheimtipp in Sachen Minecraft, Disco Fairy, der Abend ist gerettet, InXFan 120 stimmt dazu, Entspannung pur, danke, euch zu unterhalten. Das ist eben auch die Intention dabei. Ja, der Abend ist gerettet, jawohl. No, schauen wir gleich weiter mit der nächsten Folge 124. Neptuns Dank Teil 4. Da gab es wieder einige Kommentare, schauen wir da mal rein. Und lange Kommentare, wow. ja, Teil 5 kommt, kam ja dann am nächsten Tag. Dann hier von Let's Rock Minecraft. Die Tour geht aber lange, das ist ja riesig geworden. Ja, ist halt Minecraft und Obi-Wan Kenobi hat halt auch ein richtiges Stück dran gebaut und schreibt auch hier, dass es während der Bauarbeiten irgendwie mit ihm durchging. Ich denke mal, das kennt jeder, der Minecraft spielt. Das schreibt nicht nur er hier, dem kenne ich also auch voll zustimmen. Hier noch ein bisschen was machen, da noch was drehen und hier noch eine Kleinigkeit. Und ja, so kommt es dann eben, dass da sowas dabei rauskommt. Ja. Dann, ja, natürlich geht die Tour so lange. Ist ja halt auch riesig was geworden. Dann, Halong arbeitet natürlich beim Juwelier direkt nebenan. Deswegen gibt es da auch den Metalltresor. Ach ja, hier war ich ein bisschen unsicher im Video, im Kommentar mit den einzelnen Teilen. Mit dem Kloster, da wird es noch weitergehen, da ist recht wenig passiert. Es gab ja halt zwischendurch noch das Berberdorf und die Minecart-Station und die Dengste-Höhle. Und es steht ja noch so viel auf der Liste. Ja, die Lagerhäuser am Hafen hatte ich das erste Mal vorgestellt, schon als ich Neptuns Dank das erste Mal vorgestellt, war Folge 84. Dann nach dem Update nochmal in Folge 109, als ich da den ganzen Krempel reingepackt habe und mal so gezeigt habe, was da in meiner Welt so an Ressourcen alles rumliegt und was da in den Lagerhäusern am Hafen liegt. Das ist also noch längst nicht alles. Ja. Dann. Ach so, das Pausenbrot des Hafenmeisters, was da in der Kiste liegt. Ja, es setzt ja in der Minecraft-Welt Gott sei Dank keinen Schimmel an. Und da, also hier geht's um die Kaverne mit dem Lapis Lazuli, das Denkmal von Neptuns Dank, den kleinen Tempel, den Nagel gebaut hat. ja, hier Master Black Classic ist damals als erstes oder einziges aufgefallen, als ich in die Lager reingeguckt habe, dass ich da offensichtlich mit Wasser gecheatet habe. Das war halt in den Kisten so drin, als ich die Bauteile übernommen habe, also Neptuns Dank zum Beispiel oder eben auch damals bei der ersten Mitbauaktion die Quelle der Lava und die Quelle des Wassers oder Halle der Lava. Ich werde es nie richtig hinkriegen, entschuldige bitte, Zeitreisender. Da war ja auch ein bisschen was noch in den Kisten drin, beziehungsweise bei den Sachen hier in Karabatabana und die lasse ich einfach drin, auch wenn das Sachen sind, die eigentlich so original nicht in Minecraft drin sind, aber wenn man es mit der Vanilla-Version spielen kann, so wie eben zum Beispiel das Wasser, was da drin ist, übernehme ich das einfach, ohne da mir jetzt um das Cheaten großartig Gedanken zu machen. Master Black Classic hat sie inzwischen auch noch zu ein paar anderen Kommentaren gemeldet, hat auch hier dann gleich geantwortet, weil ich ihn darauf angesprochen habe, dass er halt schade nicht mehr zum Video zu sagen hast. No? Aber hat hier gleich ausführlich geantwortet, no? Sagt halt auch, dass er das Dorf, Stadt sehr atmosphärisch und meinen Kommentar toll findet mit dem Lapis Lazuli. Ja, äußert hier eben auch gleich konstruktive Kritik. No. Entschuldigung, dass ich mich jetzt nochmal räuspern muss. Ich nehme einfach mal nochmal einen Schluck. Sagt also hier auch,
Also halt mit dem Cheaten nicht als du, böser Zeigefinger, gemeint war oder dass er mich da anprangert, weil ich da das drin habe, sagt eben auch hier bei großen Dörfern ist das okay. Er hat auch zum 13. gute Zeilen, schlechte Zeilen nachgefragt, ob er dieses Konzept, die Idee hier, die Kommentare zu seinen eigenen Videos nochmal selber zu kommentieren und durchzusprechen, ob er die Idee, Entschuldigung, ob er die Idee, das Konzept nicht übernehmen könnte. Ganz klar, ja, natürlich. Die Idee, das Konzept hier von gute Zeilen, schlechte Zeilen, ja, ist vielleicht auf meinem Mist gewachsen und vielleicht bin ich tatsächlich wirklich der Erste, der so etwas macht. Aber ich finde, es liegt einfach auf der Hand und ist naheliegend für einen Let's Player oder YouTuber oder Commentator, wie immer man das macht, dass man sich einfach Zeit nimmt, extra in der Serie halt auf die Kommentare nochmal einzugehen, sich dafür die Zeit zu nehmen, das eben getrennt von seinen sonstigen Sachen zu machen. Und der Titel Gute Zeilen, schlechte Zeilen lag einfach nahe. Kann man auch gerne mit übernehmen. Wäre natürlich toll, wenn ihr dann, genauso wie es Master Black Classic machen wird, dann auf mich verweist, einfach beschreibt, wo ihr die Idee her habt. Ja. Nicht, dass das verloren geht, damit sich so eine Idee durchsetzt. Es kommt ja gut an bei euch zumindest und dann hoffentlich auch bei anderen. Und damit sich das durchsetzt, es profitieren ja doch alle davon. Ich meine, als Videomacher hat man halt die Möglichkeit, sich nochmal extra an seine Community zu wenden, sich mit seinen Zuschauern, mit den Kommentaren auseinanderzusetzen. Ja, weil man sonst nicht so die Möglichkeit dafür hat, das eben in einer Extra-Serie zu machen. In einem gute Zeilen, schlechte Zeiten. Und wie gesagt, vielleicht setzt sich die Idee sogar durch. Und dazu muss sie natürlich verbreitet werden. Dazu müssen das einfach mehrere Leute machen. Damit sich das halt auch rumspricht, dass es eine gute Möglichkeit ist. Ja. Und ja, wäre natürlich toll, wenn ich irgendwann mal in, weiß ich nicht, Monaten, Jahren als der Schöpfer dieser Idee auch noch bekannt bin. Und ja, mal sehen, was das wird. Dann hier der Tresorraum. Einfach nur mit dem Hebel aufzumachen. Es ist ja noch der Wärterraum davor. Also so ganz einfach ist das ja nicht. Die Idee mit Redstone da ein Kombinationsschloss reinzubasteln, liegt natürlich auf der Hand. Gibt natürlich auch Tutorials dazu. Schreibt hier Sket24O. Ich spreche den Namen einfach mal so aus. Haken bei mir ist eben, ist es und bleibt eine Singleplayer-Map, deswegen Kombinationsschloss ist eigentlich nicht so der Bedarf da. Kostet außerdem viel Platz und Bauzeit. Und ich glaube auch an der Stelle ist es relativ eng. Das ist immer ein bisschen so der Haken bei Redstone-Sachen. Kann man Tolles mitmachen. Aber für die Redstone-Schaltungen braucht man natürlich viel Platz, wenn man die verstecken will. Und ihr habt es ja schon bei der Minecart-Station gesehen am Berberdorf. Dieser Turm wirkt einfach relativ massig und dick und das liegt einfach an der Redstone-Schaltung, die da drunter ist, beziehungsweise auch an den Redstone-Leitungen, die von den Kontakten an den Gleisen dahin führen. Und um das alles nicht nur zu legen, da kommt einmal eine Schicht drauf und um das Ganze zu verstecken, kommt dann noch eine Schicht drauf. Ja. Und da das auf beiden Seiten gemacht wird, kommen dann insgesamt vier Schichten drauf und der Turm ist damit fast doppelt so dick wie vorher. Aber naja. Na, das dazu. Ich denke mal, einfache kleine Sachen, vielleicht auch mal ein bisschen was. Mal sehen, werde ich mit Redstone schon noch machen. Wo es halt passt und sich gut umsetzen lässt. Das ist für mich halt das Kriterium. Dann geht's weiter mit dem fünften Teil, Neptuns Dank. Ja, da habe ich ja dann schon angekündigt, dass also da auf den letzten Teil schon zusteuern und es dann weitergeht mit dem eigentlichen Bauen. Und ja, Too Many Items, wie gesagt, setze ich selber nicht ein. Wenn aber eben so eine Sachen wie Spinnweben, Sponge, Wasser, Lava in einer Kiste drin sind, wenn ich ein Teil, was ein anderer gebaut habe, wie eben hier diese Mittebauaktion,
Wenn das in der Kiste drin ist, dann übernehme ich das einfach. Na, ansonsten an Mods nutze ich nur das More Stackables. Und ja, irgendwie Neptuns Dank habe ich seit Anfang an falsch geschrieben. Ich glaube, man schreibt es zusammen. Na? Eine Mitbauaktion wird es wieder geben. Da bin ich auch schon lange dran am Vorbereiten. Idee und Konzept habe ich inzwischen, habe auch eine Stelle gefunden, wo ich das umsetzen will. Jetzt gilt es halt nur, das Ganze vorzubereiten. Das wird auch noch seine Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht klappt das eben mit Folge 150, 1000 Abos. Na, mal schauen. Aber wie gesagt, es wird wieder eine Mitbauaktion geben und die Idee ist richtig schnucklig, die ich da habe. Die gefällt mir und wird sicherlich und hoffentlich natürlich auch euch gefallen. MacDeeBot vor 2 Wochen. Sehr schönes Video, danke. Da möchte ich mal bitten, deine DVL-Texturen-Update habe ich ja inzwischen gemacht. Und ich laufe nicht schneller. Ich habe da keinen entsprechenden Mod für drin. Ist vielleicht der Eindruck, weil ich das Viewbobbing damals bei diesen Teilen noch nicht eingeschaltet hatte. Und die meisten Spieler haben es ja eingeschaltet. Dadurch bewege ich mich relativ glatt, wenn ich laufe. Und dadurch kommt vielleicht der Eindruck, dass ich mich schneller bewege als sonst üblich. Ist aber nicht der Fall. Inzwischen habe ich auch, wie gesagt, das Viewbobbing aktiviert. Und ja, da ist dann eigentlich nichts weiter mehr zu sagen. Hier noch ein Tipp von Evan Zoroark. Vor einer Woche, ja. Na, mit dem Richtblock kann man vielleicht Redstone drunter legen, anstatt roter Wolle. Kommt irgendwie besser. Keine schlechte Idee. Die rote Wolle ist ja halt dann so quadratischer Fleck darunter und mit Redstone. Da hängt es halt eben stark vom Texturenpack ab, wie der dann aussieht. Wenn das einfach so eine Leitung ist, so ein Strich, sieht das vielleicht nicht ganz so gut aus. Wenn das so ein Fleckenmuster ist, wie es im, komme ich jetzt auf den Namen, im Bordercraft Texturenpack ist. Das hat mir damals schon richtig gut gefallen an dem Texturenpack, wie der Redstone da liegt. Da kann man den wirklich nämlich auch als Zierelement mal einsetzen auf Böden. Da sieht sowas natürlich gut aus. Ja, vielleicht noch eine Redstone-Fackel drunter, dass der an ist und so die Funken sprüht. Ja, mal gucken. Hängt eben vom Texturenpack ab. Allerdings habe ich, wie gesagt, ja noch eine ganze Reihe anderer Baustellen. 126, da waren wir dann endlich in Neptuns Dank durch. Und 43 Kommentare. Wow. Die Folge muss ja richtig gut bei euch angekommen sein. Deswegen sprechen wir die im nächsten Video durch. Ich mache hier erstmal Feierabend. Ja, und in der nächsten Folge Gute Zeilen, schlechte Zeiten geht es dann mit der Folge 126 weiter. Wir holen hier also langsam aber sicher auf. Bis dahin, adieu mit Ö.